Guten Tag im deutschen Gesundheitsportal. Die Darmkrebsforschungsberichte dieser Woche drehten sich um Nachsorge. Eine Nachsorge ist natürlich sehr wichtig bei speziell Darmkrebsoperationen, um Rückfälle rechtzeitig zu erkennen und auch zu behandeln. Dabei muss man aber natürlich immer mit einberechnen, dass Nachsorgetermine für Patienten auch emotional sehr belastend sein können. Die Frage ist deswegen, wie häufig sollte Nachsorge tatsächlich stattfinden? Mehr dazu können Sie in dem Bericht dieser Woche lesen. Ein weiterer Bericht drehte sich um spezielle Methoden zur Nachsorgeuntersuchung. Das wird mit bildgebenden Verfahren unter anderem durchgeführt und Forscher haben nun untersucht, ob ein neueres, modernes Verfahren besser dazu geeignet ist als die klassische Computertomographie, die Patienten bisher so kennen.